Hallo und herzlich willkommen bei tippscout.de. Heute geht es ums Thema Excel und darum, wie Sie die Differenz zwischen zwei Datumsangaben berechnen können. Also zum Beispiel, wie viele Tage ist der 1.1.1950 her? Das geht relativ einfach in Excel. Sie brauchen zunächst einmal die Daten. Nehmen wir hier den 1.1.1950. Und dann nehmen wir das Datum heute. Die einfachste Möglichkeit jetzt ist einfach mal auf Steuerung Punkt zu drücken und dann fügt er automatisch das heutige Datum ein. Es geht auch noch anders innerhalb einer Formel, aber da kommen wir in einem anderen Video dazu. So, um die Differenz zwischen diesen beiden Datumsangaben auszurechnen, brauchen wir eine Formel und die heißt DateDiff. Dann öffnen Sie die Klammer und geben als erstes das Startdatum ein. Also in dem Fall hier die Zelle B2, dann folgt ein Strichpunkt und Sie geben das Enddatum ein, also hier die Zelle B3. Dann folgt ein weiterer Strichpunkt und jetzt kommt ein Modifizierer, mit dem Sie angeben können, was gezählt werden soll, also Tage, Monate oder Jahre. Ich zeige Ihnen mal die Tage, da geben Sie D ein für Days, wir machen die Klammer zu und dann sehen Sie, der 1.1.1950 ist genau 22.772 Tage her. Wenn Sie jetzt wissen möchten, wie viele Jahre das her ist, dann geben Sie hier einfach ein Y ein statt des D. Und dann sehen wir, das sind 62 Jahre. Da hätte man auch noch ohne Excel drauf kommen können. Und wir haben auch noch die Monatsangabe, nämlich M für Month. 748 Monate, das ist doch schon mal ein Ding. So, es gibt noch weitere Modifikatoren. Den wird man gleich mal ausprobieren, nämlich YD. Und das gibt jetzt die Anzahl der Tage zwischen dem 7.5. und dem 1.1. wieder. Das heißt, das Y, das Jahr in dem Fall, wird ignoriert bei diesem Modifier. Ich meine, es gibt auch noch MD, nein, YM. Wie viele Monate ist das her? Und da wird auch das Jahr ignoriert, nämlich 4 Monate ist das Ganze her. 4 Monate sind das deswegen, weil wir hier den 7. Mai als Datum haben. Das heißt, er zählt hier offenbar Januar, Februar, März, April und rundet den Rest vom Mai einfach ab. Das war's schon. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei tippscout.de.